Geschwister. Also hier seht ihr den Gemeinschaftsraum und hier herrscht gute Stimmung. Wir malen Fahnen und Kerzen. Trotz schlechten Wetters. So, und ich gehe jetzt mal ein bisschen rum und interview die mal. Hi Paula, was machst du da gerade? Ja, ich male eine Fahne, die die anderen ja nicht zu Ende gemacht haben, weil sie sich nach draußen verzogen haben. Und Sophie und Fine scheint auch so, als wenn sie eine Fahne malen würden. Ja. Okay. Und da wird gerade eine Flottenkerze kreiert und... Macht das wieder weg. Macht das Spaß? Ja! Die Sicherheit geht vor. Deshalb auf dem Deck immer Schwimmwesten anziehen. Und wir sind sehr gut gesichert. Uns kann hier also nichts passieren. Falls ein paar kleine Kinder, die das nicht ganz schaffen, helfen wir natürlich gerne. Kleine Kinder? Das ist für mich jetzt nicht angesprochen. Solltest du aber. Also wir haben unsere Westen schon an, weil wir euch jetzt gleich nochmal das Deck zeigen wollen. Aua! Und den Skipper und so. Ja, der unser Boot fährt. Mhm. Seht ihr das? Diese Segel haben wir heute schon gehisst. Es ist kaum zu glauben, wie schwer es ist, das Segel rauszudrücken. Wir standen mit 22 starken Mädchen bei Regen dort und es ging leider nur in Millimeterschritten vorwärts. Doch, ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht, oder? Ja, war super. Die Mädchen waren kräftig und stark. Das ist ja auch, weil das sieht ja vor, sag ich mal, Nebel, jetzt nichts hier und es regnet auch noch. Das war schon ziemlich schwer. Und das ist unser Kapitän, Willi. Hallo. Der unser Segelboot sicher durch das Eiselmeer lenkt. Durchs Eiselmeer bringt.